Okay, weiter geht's, weiter geht's. So, also, wir hatten ja... okay, noch schlafen alle. Gut. Oh, ich hasse diese Küche, ganz ehrlich, also dieses Esszimmer. Fliese aus Sandstein, haben wir da noch welche? Oh, wir könnten hier Stahl reinmachen, wir könnten hier... Könnten wir, ist die Frage, ob das uns hilft hierbei. Nee, wir müssen erstmal hier den Sumpfboden wegkriegen. Sonst können wir überhaupt gar keinen Fußboden hinlegen. Ich meine, wir könnten hier Brücke bauen, glaube ich. So, dann können wir hier mal die Mauern langsam auswechseln. Jo. Achso, er speichert. Okay. Wir brauchen mehr Holz, glaube ich. Ne? Wir haben gar kein Holz. Hier schon alle Bäume abgeholzt? Ne, geht eigentlich. Okay, vielleicht können wir hier noch ein paar... Aber vielleicht machen wir das lieber draußen. Oh, Geothermie! Ja, wunderbar, Carsten. Beziehungsweise Jefim hat es ja jetzt gemacht. Gut, dass wir Jefim haben. So. So. Wo war denn jetzt nochmal? Wir brauchten Pumpe zum Entwässern. Okay. Dafür brauchen wir Mikroelektronik. Okay. Küken, 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 Küken. Alpaka-Fohlen. Okay. Noch ein Alpaka-Junges. Okay. Ah, siehst du, da ist schon der erste Bogen. Sehr gut. Markus hat ein Messer. Nussi kann einen Bogen kriegen. Noch ein Alpaka-Junges. Noch ein Ambrosia-Hain. Meine Güte, wir werden hier verwöhnt. So. Ob das nicht zu weit weg ist, um beforstet zu werden, ist eine andere Frage. Warte, das muss ich anklicken. Genau.
Manche sagen so, andere sagen so. Okay, und dann müssen wir natürlich auch langsam anfangen. Wir haben 115 von den Dingern, okay. Dann können wir ein paar hiervon bauen. Und wie viel brauchen wir davon? 8. Okay. 2. 3. Hier oben war noch einer, ne? 4. Sehr gut, also das ist, glaube ich, mehr Strom, als wir brauchen. Für einen Moment. Wunderbar. Müssen wir natürlich noch verbinden hier. Mit der Stromlinie, Stromkabel. Ihr wisst, was ich meine. So. Und man sieht hier, wenn man rauszoomt, man sieht, wie viele belegt sind. Das ist ja auch nett. Ich glaube, wir müssen einen neuen Stall bauen, weil das wird langsam zu eng hier. Aber dass der Stall aus Holz ist, ist sowieso keine so gute Idee. Also machen wir das mal gleich hier so ein bisschen größer hinten dran. Das ist schon wieder scheiß Fußboden. Nicht tragfähig. Waffenhändler. Ja, wenn wir Geld hätten, dann wäre das genau das Richtige jetzt. So, mal gucken, ist Carsten diesmal wach? Ja, aber hat schlechte Laune. Da musst du durch. Handeln wir mal mit Bipi von die Bepe. Die Bepen, Bepen. Carsten, ich muss raus im Regen und handeln. Okay, Hose aus Stoff. Zack. Kobras, wollen wir Kobras haben? Ich glaube, wir brauchen keine Kobras. Obwohl. Carsten wird wahrscheinlich eine kaufen, aber das ist die Hälfte von unserem Geld. Insofern lassen wir das lieber. Ganz abgesehen davon ist eine Kobra auch ein bisschen gefährlicher als eine Kornlatte. Also belassen wir es bei der verkauften Hose. Feuer! Das ist auch mal Alpaka. Blitz ist ins Alpaka eingeschlagen. Das ist nicht gut. So. Popcorn. Noch mehr Popcorn. Der Parker 2 ist vollständig geheilt. Okay. Was ist denn mit Kerstin? Ich meine, gut, sie ist mit Bench zusammen. Carsten hat sich von mir geschieden. Oh. Okay. So traurig bist du deswegen, ja. Gestörter Schlaf, unansehnliche Umgebung, chemisches Verhungern? Ich interessiere mich für Drogen. Ich möchte dringend mehr davon probieren. Okay. Sehr gut, Strom. Geile Kiste. So. Der ist doch bestimmt auch angeschlossen, ne? Ja, ist er. Cool. So, haben wir jetzt nun einen zweiten Bogen für irgendjemanden? Da war doch eben noch da. Ist ein guter Bogen nochmal. Also Nussi hat jetzt einen. Jetzt hat das Bench einkriegt. Was war das? Ach so, Kerstin.
Hier in unseren neuen Stall müssen wir dann ja auch die Tiere reinlassen. So, na siehst du, alle sind wieder einigermaßen froh gelaunt. Chemisches Verhungern, meine Güte, müssen wir halt irgendwann mal irgendwas herstellen, was Kerstin konsumieren kann, ja, wenn die Realität nicht zu ertragen ist. Brauchbares Schlafzimmer. Fick dich, Mensch. Ganz ehrlich. Das ist eins von den besten Schlafzimmern. Guck dir das mal an. Also zwei Kunstwerke drin. Wir haben eine Klimaanlage. Wir haben einen wunderbaren Nachttisch. Und hier eine Kommode. Und das ist ganz brauchbar. Wir haben noch, ne? Ja, Sandsteinblöcke haben wir noch. Achso, jetzt trägt er das hier schon rein, weil da kein Platz ist. Okay. Dann könnten wir mal wieder für jemanden sorgen, der kocht. Wer kann kochen? Wer möchte kochen? Kerstin ist... und Jefim. Die beiden können kochen. So. Ich weiß nicht, Markus ist noch Nahkämpfer und hat bisher nur so ein Küchenmesser. Oh. Nein, nicht der Ambrosia heim. Ah. Wow, okay. Wie viel Strom haben wir jetzt? Genug Strom. Vielleicht sollten wir noch ein paar mehr Batterien bauen. Sehr gut. Jefim kocht schon wieder. Wer forscht jetzt? Niemand, aber das kann ja Carsten machen. Das ist ja eigentlich sowieso seins. So, und das machen wir wieder abwechselnd. Nee, das machen wir auf 2 und das machen wir auf 3. So. Na, siehst du, endlich wird's fertig hier. So, dann brauchen wir natürlich noch Nussi, unseren Pflanzenmenschen. In Feldarbeit und Waldarbeit. So. So, und wir brauchen neue Tierschlafplätze hier. Na, ist egal, oder?
So. Ein paar lassen wir stehen als Stützbalken. Der Rest kommt ab. Dann brauchen wir auch die Türen nicht. Ja, sieht gut aus. Cool. So, was wir dann auch machen sollten, ist langsam mal dafür sorgen, dass hier vielleicht ein paar Mäntel oder so gemacht werden. Nur für den Fall, dass es einen Kälteeinbruch gibt, weil manchmal passiert das trotzdem. Fast eindrucksvoll, naja. Heiko hat einen Hitzeschlag, okay. Gehen wir mal hier hin. Tada! So. Ich glaube, wir müssen am besten noch eine zweite Stromleitung hier hinbauen, weil wenn uns die, was durchaus passieren kann, die Windkraftanlagen vom Blitz getroffen werden oder sonst irgendwas, dann stehen wir ohne die unteren Kraftwerke da. Dann machen wir lieber noch eine redundante Verbindung hier, damit, wenn das hier in die Luft fliegt, die drei Kraftwerke trotzdem noch angeschlossen sind. Wow, schon voll, sehr gut. So, dann müssen wir gleich so eine Mikroelektronikbank, Forschungsbank für Carsten hier hinbauen. Ach so. Da können wir noch zwei Brücken hinbauen. So. Können wir gar nichts hinbauen. Bauen wir nochmal eine zweite Küche und eine zweite Butcherei. Und hier könnten wir noch eine Tür hinbauen. Und hier könnten wir eine hinbauen. Aber keiner holzt die Bäume ab. Nussi, was ist los? Mal gucken, was die Ausweichsachen zu tun haben hier. So, gibt's schon neue Bögen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil ich niemanden habe, der sie herstellt momentan. Das ist Handwerk. Oder ist es Schmieden? Schneidern machen wir mal auch so.
damit immer was zu tun ist. Aufsehen können wir auch mal machen. Wir haben ja momentan keine Gefangenen, aber wenn wir welche kriegen, ist das gut. Tierpflege. Jäger ohne Fernkampfwaffe, ja. Okay, der Speiseraum ist eindrucksvoll. Soweit haben wir es schon hingekriegt hier mit dem. Na, ich habe jetzt hier, wie gesagt, keinen Fußboden drauf gebaut auf diesen Sumpfstellen, sondern Brücken. Es geht auch. So, dann machen wir mal die Betten. So, hier machen wir die. Ach was, so. Und dann bauen wir hier eine Kommode hin. Und Nachttischchen. So. Ja, was wir auch brauchen, ist für Schiffe, die vorbeikommen, so eine Dingsanlage. Und zur Entspannung könnte man hier noch so einen Pokertisch irgendwo hinbauen. Die Frage ist bloß wo. Ach so, das Handelsdings kann man noch nicht bauen, das muss ich erst erfinden. Oh, Mini-Geschütze, sehr gut. Sehr gut. Die bauen wir mal hier rein. Für den Fall, dass sie angegriffen werden. Schlafkrankheit. Drei von deinen Kolonisten sind an Schlafkrankheit erkrankt. Stell sicher, dass alle Betroffenen medizinisch versorgt werden und so viel Ruhe wie möglich kriegen. Nussi, Kerstin, Heiko. Okay. Da brauchen wir ein drittes Krankenbett, würde ich fast sagen. Machen wir mal alle zu Krankenbetten. Wir haben ja momentan niemanden, der hier schlafen muss. So, ist... Ja, ihr seid alle... Dürft euch mal alle selber verarzten, weil wir hier ja alle super überqualifiziert sind. Aha, Mikroelektronik, okay, Forschungsmenü. So, um jetzt diese Sachen erforschen zu können, brauchen wir erstmal so diese Mikroelektronikbank, die wir auch irgendwo hinbauen müssen. Ich stelle mir mal ein Nussis Zimmer hier, wa? So. Und dann brauchen wir das hier. Ja, passt hier gerade rein. Sehr gut. Quatsch. Hier hin. So.
Schlafkrankheit. Linkes Auge graue Star, okay. Schlafkrankheit. So. Keine Forschung, ja, weil. Weil warum eigentlich? Ach so, weil. Markus, tut mir leid, dich zu wecken, aber kannst du mal den Tisch hier wegstellen, damit ich den neuen Tisch in Auftrag geben kann. So, danke sehr. Cool. Bauen wir von Mussi, falls er selber was erforschen will, hier nochmal einen Stuhl hin. Oh, endlich haben sie die Augenklappen mal eingesammelt. Sehr nett. Kann man ja langsam auch gebrauchen. Leichte Schlafkrankheit. Okay, Immunität 13%, 14%. Kann ich jetzt die Dingsdinger bauen, diese Dingsigen. Also erstmal Pumpe zum Entwässern, die brauchen wir ganz dringend. Weiß ich allerdings nicht, wiefern das durch den Fußboden durchmacht, aber hier können wir eine hinbauen. Hier oben vielleicht und hier unten. Und dann können wir den Raum richtig nutzen hier. Ah ja, das Teil wollte ich bauen. Sehr gut. Das bauen wir am besten hier in den Gemeinschaftsraum. Können wir einen Sessel dazu bauen? Wir haben bestimmt genug, dass wir hier einen Sessel uns leisten können, ja. Und dann brauchen wir bei den Lagerräumen, damit der Inhalt der Lagerräume verkauft wird, brauchen wir diese Dinger hier. Dann können wir die Sachen, die in den Lagerräumen sind, verkaufen von dem Beacon. Gott sei Dank haben wir mittlerweile Strom genug. Ist bereits belegt. So. Mittlerweile haben wir Strom genug. Die Dinger sind auch. Ja, cool. Auch fertig, sehr schön. Könnte vielleicht noch welche nach draußen bauen. Oh, Bench ist nicht mehr inspiriert. Wie schade. Jo, denke ich mal, war es das auch schon mal wieder für heute. Und abonniert und drückt die Glocke und Daumen nach oben und kommentiert und macht all diese Sachen.
weil das dem YouTube-Algorithmus irgendwie hilft, dass Leute mich finden oder so. Ja, okay, dann ciao.